Zuschauer wollen unterhalten werden, mitfiebern oder einfach Spaß haben. Genau das stellt Fernsehmacher jedoch vor echte Herausforderungen, denn die Realität sieht oft ganz anders aus. Dann müssen sie regelrecht tricksen und faken, damit das Endprodukt auch sehenswert ist. Und das sogar bei Formaten, die immer wieder als authentisch und 100% echt beschrieben werden. Wir untersuchen heute 4 beliebte TV-Shows und zeigen euch, wie fake sie wirklich sind. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir mit der Reality-Spielshow Beauty and the Nerd, die in diesem Sommer auf Pro7 ausgestrahlt wurde. Die Show lebt von den Gegensätzen der Teilnehmer, denn hier treffen introvertierte Streber und Computerfreaks auf Schönheiten, die im echten Leben für sie vermutlich unerreichbar wären. Jede Schönheit darf sich dann zu Beginn einen passenden Nerd aussuchen, mit dem sie um den begehrten Gewinn von 50.000 Euro spielt. Nur wenn sie als Team die gestellten Aufgaben meistern, haben sie eine Chance auf das große Geld. Andernfalls müssen sie die Villa verlassen. Am Ende der Show lockt aber nicht nur das Preisgeld, sondern auch ein großes Umstyling, bei dem die Kandidaten einen ganz neuen Look bekommen. Die Show, die auch schon im Jahr 2013 in Deutschland ausgestrahlt wurde, basiert auf einer Idee von Hollywood-Star Ashton Kutcher. Obwohl die Quoten 2013 zwar nur mäßig ausfielen, erlebte die Show in diesem Jahr ein Comeback und erreichte dieses Mal bei fast jeder Ausstrahlung Höchstwerte. Doch wenn man mal einen genaueren Blick auf die Kandidaten wirft, stellt sich die Frage, wie echt ist die Sendung eigentlich wirklich? Denn sowohl die Beauties als auch die Nerds wirken schon bei ihrem ersten Auftritt ziemlich klischeehaft und überzeichnet. Pro7 behauptet zwar, dass die Kandidaten authentisch sind, aber in diesem Jahr kamen Zweifel an der Aussage auf. Fans der Show fanden nämlich heraus, dass Kandidat Ilja in Wahrheit ein Laiendarsteller ist und bereits in verschiedenen deutschen TV-Sendungen mitgemacht hat. Darunter Alarm für Cobra 11 und Auf Streife. Er hat auch eine eigene Setcard und macht im Internet keinen Hehl um seine Auftritte. Und ansonsten kennt ihr mich aus dem Fernsehen, Auf Streife und solche Formate. Obwohl Pro7 sagt, dass Ilja ein echter Nerd gewesen sei, der seine Schüchternheit überwinden wollte, wirkte der 21-Jährige in älteren Aufnahmen ziemlich modisch und selbstbewusst. Er selbst hat später übrigens zugegeben, dass er ein Schauspieler ohne Ausbildung sei und er die Sendung als Sprungbrett genutzt habe. Schließlich stellte sich sogar heraus, dass Ilja eine Freundin hat, was seinen ganzen Auftritt in der Show zu einem echten Fake macht. Generell geht es auch bei der Optik der Nerds nicht wirklich mit rechten Dingen zu. Denn wenn ihr denkt, dass Elbenohren, Priestergewänder oder Tennissocken etwas zu übertrieben sind, dann habt ihr wirklich recht. Bereits 2013 gab nämlich eine Pro7-Sprecherin gegenüber der Bild-Zeitung zu, dass man den Kandidaten einen Kostümfundus zur Verfügung stellt. Wir halten also fest, die Nerds sind vermutlich fake und ihre Kleidung ebenfalls. Werfen wir als nächstes einen Blick auf die beliebte Late-Night-Show Late Night Berlin, die jeden Montag auf Pro7 ausgestrahlt wird. Die Show rund um Entertainer Glashäufer Umlauf begeistert ein Millionenpublikum und lebt von spannenden Gästen und sehr originellen Einspielfilmen. Die sind mittlerweile legendär und werden aufwendig von der Produktionsfirma Florida TV produziert. Immer wieder wurde behauptet, dass die Filme authentisch seien. Doch mittlerweile ist klar, dass Klaas und sein Team ordentlich in die Trickkiste gegriffen haben. So haben wir zum Beispiel neulich schon in einem Video herausgefunden, dass einer der beliebtesten Pranks der Sendung vermutlich ein Fake war. Und zwar der Prank an Capital Bra. In dem Video versucht Klaas sich einen Song des Deutschrappers zu erschleichen. Dafür lässt er Capital Bra heimlich mit versteckten Kameras filmen. Aus den entstandenen Aufnahmen produzierte er schließlich einen Song und das passende Musikvideo. Der Einspieler ist bei den Fans sehr gut angekommen und der Song Die Gang ist mein Team hat fast 11 Millionen Aufrufe bei YouTube. Umso enttäuschender ist es allerdings, dass die ganze Aktion vermutlich ein Fake ist. Denn während immer wieder betont wird, dass die Aufnahmen mit versteckten Kameras produziert wurden, ist in einer Einstellung ganz deutlich die Spiegelung einer riesigen Tonangel zu sehen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Capital Bra das überdimensionale Mikrofon direkt vor seinem Gesicht nicht gesehen hat. Auch der Einspieler, in dem Klaas und sein Team ein Date für Zuschauer Josh organisieren, wurde von den Reportage-YouTubern Steuerung F als Fake enttarnt. Es stellte sich nach langer Recherchearbeit nämlich heraus, dass die Protagonistin eigentlich eine Schauspielerin ist und vermutlich von Florida TV engagiert wurde. Auch
die angeblich versteckten Kameras waren sichtbar positioniert und sogar Augenzeugen bestätigten, dass viele Szenen in den Einspielern gestellt waren. Klaas hat sich mittlerweile allerdings bei den Zuschauern entschuldigt und die Fehler eingesehen. Ebenfalls hat er versprochen, dass solche Fakes in Zukunft nicht mehr vorkommen werden und ab sofort alles echt ist. Weiter geht's mit einer TV-Show, die sich vor allem um die Liebe eines einzelnen Paares dreht. Denn Michael Wendler und Laura Müller lassen ihre Follower nicht nur auf diversen Social-Media-Kanälen an ihrem vermeintlichen Glück teilhaben, sie haben sogar ihre eigene Show, die auf Vox ausgestrahlt wird. Bei Laura und der Wendler verliebt in Amerika oder Laura und der Wendler jetzt wird geheiratet, werden sie von einem Kamerateam fast rund um die Uhr in ihrem Leben begleitet. Gezeigt werden dabei Szenen aus ihrem Alltag in Florida oder Lauras Proben für die Tanzshow Let's Dance. Das Kamerateam ist sogar dabei, wenn sich der Wendler die Nase richten lässt oder er seiner 19-jährigen Freundin einen Heiratsantrag macht. Aber während das Paar häufig betont, wie sehr sie sich lieben, fallen dem Zuschauer immer wieder Ungereimtheiten auf, die die Glaubwürdigkeit der ganzen Sendung und sogar des Paares in Frage stellen. Denn vor allem die Beziehung selbst wirft viele Fragen auf und einige sind sogar davon überzeugt, dass Laura und der Wendler in Wirklichkeit gar kein echtes Liebespaar sind. Das behauptet zumindest Michael Wendlers eigener Vater Manfred, der seinen Sohn als Lügner bezeichnet und ihm Profitgier vorwirft. Sogar die Scheidung von Ex-Frau Claudia Norberg solle in Wahrheit noch gar nicht durch sein. Die Hochzeit von Laura und dem Wendler wäre somit überhaupt nicht rechtskräftig. Das sind schon mal heftige Vorwürfe. Doch wenn man die Geschichte des Paares verfolgt, so scheint in ihrer Welt wirklich nicht alles echt zu sein. So stellte sich beispielsweise auch das Instagram-Video, in dem Laura dem überraschten Schlagersänger ein neues Auto geschenkt hat, als Fake heraus. In Wahrheit hatte der 47-Jährige das Auto nämlich selbst geleast und den Vertrag unterschrieben. Auch der Antrag soll nicht allzu authentisch gewesen sein, denn wie sollte man sich sonst erklären, dass Laura Müller noch am selben Abend Werbung für einen Juwelier machte, der eine exakte Nachbildung ihres Verlobungsringes verkauft. Auch dort scheint es also so, als wären alle Beteiligten längst eingeweiht gewesen. Doch das ist noch nicht alles. In einer Folge der Show wurde die Renovierung ihres neuen Hauses, das der Wendler für fast $500.000 gekauft haben soll, von einem Kamerateam begleitet. Dafür sind sogar Lauras Eltern extra aus Deutschland eingereist, um bei den Umbauarbeiten zu helfen. In der Show wurde erzählt, dass das Paar in der Luxusvilla in Florida ein neues Leben beginnen wolle. Allerdings seien sie 2 Wochen später wieder ausgezogen, weil ihnen das Haus doch nicht gefallen hätte. Stattdessen haben der Wendler und seine Freundin beschlossen, das Haus komplett abzureißen und neu zu bauen. So weit, so gut. Wie sich aber später herausstellte, gehörte das ganze Haus offiziell gar nicht dem Wendler selbst, sondern einer Firma namens American Waterfront. Dort ist seine Tochter Adeline als Präsidentin eingetragen und die will laut Handelsregister gar nicht selbst dort wohnen. Stattdessen bietet sie es nämlich als Ferienhaus an und tatsächlich kann man die 160 Quadratmeter große Wendler-Villa mit Pool für 1.197 Euro im Monat mieten. Auf einen Abriss des Gebäudes deutet also gar nichts hin. Machen wir weiter mit einer TV-Show, die uns vormacht, mit echten Gefühlen zu spielen. Wir sprechen vom Dating-Format Hochzeit auf den ersten Blick, das seit 2014 auf Sat.1 ausgestrahlt wird. In der Sendung sollen Singles auf Grundlage verschiedener psychologischer Tests den Partner fürs Leben finden. Dazu durchlaufen sie nach ihrer Bewerbung mehrere Castings und Workshops. Experten stellen dann schließlich 4 bis 6 Paare zusammen, die wenig später bei ihrem allerersten Zusammentreffen direkt vor den Altar treten. Nach der Hochzeit verfolgt ein Kamerateam dann die gemeinsamen Flitterwochen und den Alltag des neuen Ehepaares. Nach 6 Wochen steht die Entscheidung an, ob sie sich wieder scheiden lassen oder gemeinsam alt werden wollen. Eigenen Angaben zufolge bewerben sich jedes Jahr bis zu 7000 Singles bei der Sendung. Aber ganz so erfolgreich sind die Experten bei ihrer Auswahl offenbar nicht. Denn von den bisher 23 Paaren, die bis zur 6. Staffel verkuppelt wurden, sind nur noch 2 Paare offiziell zusammen. Doch woran liegt eigentlich die schlechte Trefferquote? Lügen die Kandidaten bei den psychologischen Tests oder ist das Konzept der Show einfach nicht so ausgereift, wie die Macher behaupten? Ehemalige Kandidaten gehen sogar noch einen Schritt weiter und werfen den Experten sogar vor,
vor, extra Teilnehmer zusammenzubringen, die eigentlich gar nicht zueinander passen. Es soll also auf ein Scheitern hinauslaufen und dabei einen möglichst hohen Unterhaltungswert für den Zuschauer bieten. Eine Kandidatin der zweiten Staffel behauptet sogar, dass es eine Art Schablone gäbe, die bei jeder Staffel angewendet werden würde. In jedem Jahr gäbe es nämlich ein Paar, das perfekt zusammenpassen würde. Dann sei da noch ein Paar, bei dem es optisch nicht passe und das dritte Paar passe psychologisch nicht zusammen. Doch dieser Vorwurf ist nicht der einzige, den sich die Show gefallen lassen muss. Denn wie ein Insider der Bild-Zeitung verriet, sollen auch die Hochzeitsgäste nicht wirklich echt sein. Stattdessen sollen Statisten engagiert worden sein, die sich sogar nach Drehbuch verhielten. Angeblich habe der Insider sogar mit den Gästen gesprochen und es habe sich herausgestellt, dass sie weder Braut noch Bräutigam kennen. Sat.1 wehrte sich allerdings gegen die Vorwürfe und behauptet, dass in der Show alles echt ist. Nun könnte man eventuell denken, dass das alles den Teilnehmern vermutlich gar nicht so wichtig ist, denn sie werden ja im Fernsehen auch sehr gut bezahlt. Doch auch das stimmt nicht wirklich, denn es gibt zwar eine Aufwandsentschädigung für die insgesamt vierwöchigen Dreharbeiten, aber die Kosten für die Scheidung beispielsweise müssen die Paare selbst tragen. Der Rest des Geldes muss außerdem versteuert werden und unterm Strich bleibt den Kandidaten nicht mehr viel von ihrem Geld übrig. Trotz all der Vorwürfe muss man der Show allerdings zugutehalten, dass die Experten tatsächlich echt sind. Die Tests sind wissenschaftlich belegt und die ganze Bewerbungsphase dauert über ein halbes Jahr. Es wird also wirklich viel Aufwand für die Paare betrieben, der sich auch für die Macher auszahlt. Denn die Show ist nicht nur beliebt, sie wurde auch schon mehrfach mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob euch die Fakes überrascht haben oder ob ihr die Tricks der TV-Shows vielleicht auch schon kanntet. Ansonsten verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.